Vorrat, vielen Dank. Und jetzt, ich bin selber gegen Drachen. Ich hoffe, man hört es. Es hängt davon ab, wie schnell der Kollege gleich rennt. Dass auf der Rückseite des Drachens Flöten befestigt sind, die entsprechend der Windstärke unterschiedliche Töne kreieren und somit Musik in den Himmel zaubern. Dies ist relativ typisch oder üblich für asiatische Drachen. Oftmals werden auch einfach Bänder gespannt, die dann vibrieren. Ja, ich hoffe mal, er kann gut sprinten. Wundervolles Geräusch.